Am 12. Oktober 1810 hat eine prächtige Hochzeit stattgefunden. Das war die Hochzeit von Kronprinz Ludwig und späteren Ludwig I. und der Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen. Und München hat 5 Tage gefeiert, inzwischen wird seit 200 Jahren gefeiert. Und dieses 200-Jährige, was liegt näher, wieder die Verbindung zwischen Sachsen und München herzustellen? Wir haben uns zusammengetan mit Nomos, einer Uhrenmanufaktur aus Sachsen, aus Glashütte, die dort so ein kleiner, aber feiner, schneller Newcomer ist, seit 1990 nach der Wende dort Uhren baut und mittlerweile von der Handaufzuguhr bis zur Automatik, bis zur Weltzeituhr alles herstellt und nur selber herstellt, also keine Werke dazu kauft, und das macht das Besondere dieser feinen Manufaktur aus. Und sie eignet sich bestens für Sondereditionen. Wir haben das praktiziert zum 850. Stadtjubiläum und wir haben jetzt gefeilt, getüftelt und wieder dieses Grundmodell genommen, das Sie ja hier schon gesehen haben, dass man auch dort sehen kann, die Tangente. Und wir wollten nicht mit einer schreienden Werbeuhr dieses Jubiläum begehen, sondern mit einer feinen Designuhr, die das Zeug hat, Kultobjekt zu sein, Kultobjekt und Kultstatus zu bekommen, wie viele Nomos-Uhren vor ihr schon. Und es gibt 200 davon. Wer zuerst kommt, mal zuerst, heißt es bei uns. Und das ist das, was wir auch an Botschaft weitergeben werden. Wir werden nicht nachlegen, wir werden nicht die erste 200 Edition und die zweite oder die dritte machen, sondern es gibt nur 200 Stück. Die Uhr ist mechanisch, sie ist ausgestattet mit dem Handaufzugwerk Alpha, hat, wie man es erwarten kann, also 4 Glas. Und das ganz Besondere hier dran ist zum einen das Hirschlederband, natürlich die Limitierung, weil es bloß 200 gibt, die sind am Boden vermerkt. Sie finden auf der Uhr 3 blaue Rauten, 2 weiße Rauten und eine Raute vorne auf dem Zifferblatt, also ganz fein und klein. Und Sie finden auf der Uhr eine Krone. Die Krone ist verziert mit einer Brezen. Dieses Geschenk, das wir an die Freunde des Oktoberfestes, an die Münchnerinnen und Münchner machen, ist natürlich auch mit einem persönlichen Geschenk für jeden Einzelnen verbunden. Nämlich, es gibt für jeden, der die Uhr kauft, einen Wiesengutschein für ein Maß Bier beim Augustiner, hier bei der Familie Vollmer im Augustinerzelt, und 1/2 Händel. Also die Brotzeit zu diesem Geburtstag ist gesichert. Und die Maß Bier und die das Händel kostet gar nichts. Die Uhr selber kostet 1000 Euro, liegt damit 160 Euro unter dem normalen Modell, ohne eine Limitierung, ohne eine Sonderausstattung, und ist ab sofort bei uns zu bekommen, die Juwelier Friedrich in der Sendlinger Straße, sonst gibt es nirgends. Wenn man sagt, wer die Idee hat, der soll auch, hat die Arbeit, aber der hat, kann auch das Vergnügen, es Ihnen zeigen zu dürfen und es auch unseren Kunden verkaufen zu dürfen. Mein ganz besonderer Dank gilt. Und darum ist sie heute. Ja, und zu mir einmal bitte.